Wow, bevor das Video startet, Jungs und Mädels, lasst uns heute gemeinsam die 500 Likes erreichen. Ich packe das Starter-Pack aus, der Tops Euro 2024er Sticker. Und jetzt wundert ihr euch, wieso ist das rot? Richtig, es ist die Schweizer Edition. Wir werden auch das Schweizer Heft voll machen. Wir werden auch einen Let's Collect zu der Schweizer Edition machen. Ich habe da richtig Bock drauf und wir werden heute das Starter-Pack auspacken. Wir gehen rein, lasst ein Like da und Abfahrt! Herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, ihr seht es richtig. Es ist die Schweizer Edition in der Schweiz. Wieso auch immer. Die Schweizer haben in der Regel zu den großen Turnieren, also zu WM-Stickern, EM-Stickern und so weiter, haben die Schweizer einfach ein anderes Stickerheft. Sie haben immer eine eigene Variante von den Stickern. Und so ist es auch in diesem Jahr mit Tops. Das Ganze ist rot. Wahrscheinlich ist das Stickerheft auch rot. Wir in Deutschland und international ist das blaue, ne, das normale. Ich habe mir gedacht, komm, ich hole mir das Ganze. Ich habe auch eine komplette Stickerbox der Schweizer Edition. Werde ich auch auspacken, aber nicht komplett in einem Video, sondern ich werde dazu ein Let's Collect machen. Also wir werden heute das Sammelalbum haben. Und dann werden wir mit diesem Sammelalbum auch ein Let's Collect veranstalten. Das ist ganz, ganz einfach. Mehr gibt es ja nicht zu erklären. Stickeralbum, 24 Sticker. Es gibt, und das Ganze macht es noch mehr verwirrend, weil in der Schweiz sind die Shinies anders, sind die Nummerierungen anders, sind die Purple, Green und bla bla bla. Und was es alles hier in Deutschland und international gibt oder weltweit gibt, ist nochmal alles anders in der Schweiz. Und das macht das Ganze noch mehr durcheinander, weil am Anfang hatte ich auch Nachrichten bekommen, ey, guck mal, Dennis, ist das eine One of One? Weil die normale, oder ich glaube, das, was bei uns Purple Shiny ist, also schon selten, aber halt am wenigsten selten im Vergleich zu den ganz anderen Stickern, ist in der Schweiz Gold Shiny. Hört sich blöd an. Und ich glaube, One of One, wenn mich nicht alles täuscht, ist in der Schweiz Rosé Gold. Also, wirklich geisteskrank. Ich bin sehr gespannt. Wir packen es einfach mal aus. Und es ist natürlich rot. Finde ich aber auch geil. So ein rotes Heft. No joke. So ein richtig schönes rotes Heft. Die Sticker natürlich auch rot. Die Base-Sticker sind rot. Guckt euch das mal an. Sehr geil. Wir werden natürlich diese Sticker hier wieder drin lassen. Wir werden heute auch keinen Sticker einkleben. Und das sind einfach die Sticker. Also das sind die Sticker-Tütchen, meine ich. Irgendwie kommt mir das... Irgendwie erinnern mich diese Sticker-Packs an... Boah, WM... Ich glaube WM 2012. Da gab es nämlich, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, bei den... Ich glaube, da gab es... Also da hatte Panini die Rechte zur WM 2012. Und ich glaube, da gab es so Coca-Cola-Sticker-Tüten auch. Und irgendwie erinnert mich gerade das Ganze, weil halt dieses Rot einfach auch so perfekt aussieht nach dem Coca-Cola-Rot. Kann man, muss man sagen. Ist im Stickerheft vielleicht irgendwas anders in der Mitte? Oder ist es das Stickerheft eigentlich genau exakt gleich? Bloß die Sticker sehen halt anders aus. Ja, okay. Auch in der Mitte ist auch das Ganze mit Mourinho. Sieht wahrscheinlich, oder es sieht genauso aus wie das deutsche oder das internationale weltweite Heft, bloß die Stickertüten sind rot, Stickerheft ist rot, Sticker sind rot, Shinies sehen anders aus. Ich bin sehr gespannt. Wir werden das Heft voll machen. Ich habe Bock drauf und wir gehen rein ins erste Sticker-Pack. Und das ist einfach rot. Rot Shiny. Was heißt Rot Shiny? Rot Shiny ist wahrscheinlich ganz normal Shiny, oder? Adam Chlosek. Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir direkt im ersten Pack irgendwie den Heiligen Gral gezogen haben. Adam Chlosek aus der aus Tschechien. Und ehrlicherweise, so rot-shiny kann man gar nicht so richtig erkennen, weil der Rand ist hier auch rot vom normalen. Klar, man erkennt schon den Unterschied, aber wisst ihr, der Unterschied bei den normalen Shinies in Deutschland ist jetzt anders, finde ich. Adam Chlosek, Player to Watch aus Tschechien. Dann haben wir hier Ferran Torres Top 11 von den Spaniern. Dann haben wir das Frankfurt-Stadion. Frankfurt fehlt uns noch im Let's Collect von den deutschen Stickern. Belastend.
Andrej Lingre, Tschechien. Dusan Flaovic. Und Denzel Dumfries, Netherlands. Diese Sticker, würde ich sagen, kleben wir auch ein ins Let's Collect Stickerheft. Und diese Sticker, die ich heute auspacke, Ousmane Dembélé, sehr nice. Also, und jetzt haben wir es auch bewiesen, das sind die normalen Shinies, weil wir werden jetzt hier nicht zwei heilige Grale gezogen haben. Was ich sagen wollte, Let's Collect, werden wir diese Sticker, die wir jetzt hier gezogen haben, auch so einzeln einfließen lassen. Das heißt, in der ersten Folge nehme ich irgendwie hier vier Sticker extra und so weiter, bis dann die Sticker halt aufgebraucht sind. Und das gleiche auch, ich habe auch noch ein Multipack, ich habe das Blisterpack noch am Start, die werden wir auch in den nächsten Tagen auspacken. Und die Sticker, die ich da ziehe, klebe ich auch ins Let's Collect Stickerheft ein und werde ich auch nach und nach einfließen lassen. Das jetzt schon mal als Info. Ousmane Dembélé. Federico Di Marco. Andras Nemeth. Diogo Costa. Haras Lin. Und Marco Arnautovic aus Österreich. Letztes Pack. Und da bekommen wir Virgil van Dijk Mikey von den Netherlands als Captain Sticker. Dann Duo Sticker Rasmus Schüller und Kairinen Finnland. McTominay Schottland. Marco Ye England. Island Olafsson und Fredriksson. Und Slowenien Benjamin Verbic. Und genau, ich find's geil. Wir werden das Sticker voll machen. Ich bin hyped drauf. Drei schöne Shinies gezogen und in den nächsten Tagen, also im Blisterpack und Multipack sind ja auch Gold Signature und sowas drin und wahrscheinlich auch Parallel Sticker und dann werden wir sehen, wie die so aussehen im Vergleich zu den anderen Shinies und wir haben ja noch eine ganze Stickerbox und die Stickerbox werden wir auspacken im Let's Collect Format, also wir werden Let's Collect machen zu diesem Stickerheft, zu der Schweizer Edition und werden halt immer, keine Ahnung, pro Tag 3, 4, 5 Päckchen öffnen, so wie ihr es kennt von den normalen deutschen Stickern, wo wir ja auch derzeit noch dran sind, das Heft zu füllen im Let's Collect Style. Also auch jeden Tag Päckchen auspacken und also jeden Tag, wenn halt eine Folge kommt, auspacken, sortieren, einkleben und so weiter und so fort. Ist die Checkliste auch selbe? Jawohl. Das heißt, die Checkliste ist auch mal wichtig, um zu sortieren, um die Sticker zu sortieren. Lasst ein Like, lasst ein Abo oder ich bedanke mich und dann sehen wir uns logischerweise beim nächsten Video wieder. Haut rein und tschüssi.